begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Du siehst da hinten schon meine Mütze. Heute ist es kalt. Du siehst da hinten schon die Weinberge. Weinberge sind heute mein Ziel. Berge von Radebeul. Meine Tour begann heute am Haltepunkt Weißes Ross. Haltestelle, Haltepunkt der Lösnitzgrundbahn Weißes Ross. Die Anfahrt, wie du dorthin kommst, die Anfahrtbeschreibung, das zeige und erkläre ich dir dann noch genauer am Ende des Videos. Zunächst also geht es zur heutigen Tour in die Weinberge oder auf die Weinberge. Die Lösnitzgrundbahn fährt von Radebeul nach Moritzburg und bis Radeburg. Seit 1884 fährt sie diese Strecke, obwohl 1966 Schmalspurbahnen stillgelegt werden sollten, gründete sich dann 1974 eine Arbeitsgemeinschaft Traditionsbahn Radebeul Ost Radeburg und 1975 wurde entschieden, die Schmalspurbahnen als Touristikattraktion aufrechtzuerhalten. Am Haltepunkt Weißes Ross siehst du auch schon die Weinberge. Dann bin ich die Nizzastraße hochgelaufen. Also es geht dann natürlich Richtung Weinberge immer leicht bergan. Dann die Friedlandstraße und nach der Friedlandstraße bin ich dann rechts die Bennostraße und ein Stück weiter links dann die Retschgasse. Und wenn man die Retschgasse entlangläuft bis zur Weinbergstraße, dann kommst du genau auf das Retschhaus, Weinbergstraße 20. Retsch war Maler im 18. 19. Jahrhundert lebte er. Auch dort ist heute ein Weingut und eine Straußenwirtschaft, wie in so vielen kleinen Höfen auf der Weinbergstraße zu finden sind. Diese sind alle, wie gesagt, wunderschön und gemütlich. Es sind viele kleine Weingüter und wunderschöne Häuser, auch Weinberghäuser, also der Name sagte schon Weinbergstraße. Du hast auch immer einen ganz tollen Blick auf die Weinberge und zum Spitzhaus. Dies ist das Meinholdsche Turm- und Herrenhaus. Die Familie Meinhold war eine Buchdruckerfamilie und sie waren auch wohlhabende Bürger, die eigentlich aus Dresden stammten und haben sich wie so viele wohlhabendere Bürger als Zweitwohnsitz oder als Wochenendhaus ein Weingut oder einen Weinberg gekauft.
Es gehört jetzt auch zum Weingut Aust. Dort habe ich auch einen kleinen Rundweg gestartet. Du findest dort auch immer wieder Erklärungen zum Weinanbau. Interessante Erklärungen, interessantes, Wissenswertes. Den weiteren Wegverlauf, der ist auch ausgeschildert. Du kannst es ja auch gestalten, wie du möchtest. Die Weinbergroute Oberlößnitz. Dann bin ich die Hoflößnitzstraße bis zu den Treppenstufen, die dann auch zum Spitzhaus führen, gelaufen. Schon von dort hast du tolle Aussichten Richtung Elbtal, aber auch natürlich zu den Weinbergen. Und du siehst auch das Hoflößnitz, das Weingut schon mit seinem markanten Haus. Du siehst hier auch immer wieder eine Fahrradmarkierung. Je nachdem, wie sportlich du bist mit dem Fahrrad, ist es vielleicht nicht unbedingt ratsam. Aber das kannst du entscheiden. 5 Stufen von 397 oder 365. Ist das schön hier. Weinwanderungen und Verkostungen. Schön. Bei der Weinhandlung am Goldenen Wagen gehen dann rechts Stufen hoch, wie du sehen kannst. Schön. Und weiter oben werden diese dann zur Spitzhaustreppe. Das ist noch nicht die Spitzhaustreppe. Das ist noch nicht die Spitzhaustreppe. Sehr schön. Das Spitzhaus gehörte ja auch zum Teil August dem Starken. Graf Flemming hat es vom Vorbesitzer geschenkt bekommen. Dieser gab es an Gräfin Kosel weiter. Das war die Mätresse von August dem Starken und sie schenkte es dann an August dem Starken. Und so kam es wahrscheinlich auch, dass Matthäus Daniel Pöppelmann die Spitzhaustreppe auch entworfen hat. Also es ist eine barocke Treppe. Manchmal hört man von 397 Stufen und manchmal von 365. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass es am Goldenen Wagen an diesem Weingut die Zählung erst beginnt. Immer 7. Dann ist ein Absatz. Hier sind ab und zu mal sind auch Bänke. Das ist schön. Oder vielleicht unten am Ausschank an der Weinhandlung, dann sind es noch 53 Stufen mehr, wie dort angeschrieben steht, aber das sieht fast schon aus wie die Schnecke. Das ist es aber noch nicht, die Schnecke. Mal sehen, wie die dann aussieht. Hier ist auch Training. Freizeitmäßig. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht bis ganz hoch gegangen, sondern nur bis zum Eckersweg. Von dort hat man einen schönen Rundweg.
am Weinberg entlang und einen wunderschönen Blick. Also ich kann dir das nur empfehlen. Hier sind auch wieder typische Trockenmauern. Also hier nur Steine ohne Putz. Hier siehst du eine typische Trockenmauer. Auf den Weinbergen sind meistens auch die typischen Trockenmauern. Sie wurden und werden von den Winzern selber gebaut oder errichtet. Trockenmauer bedeutet auch also ohne Verputzen. Allein die Steine, die unterschiedlichen Größen und wie sie also auch uneben sind und Ecken und Kanten haben, das wird entsprechend dann genutzt und so eine Mauer aufeinander gestapelt. Diese Trockenmauern speichern die Wärme der Sonnenkraft, speichern die Wärme und geben sie nachts dann auch wieder ab. Und das ist ganz wichtig für Weinanbau. Weinanbau bedeutet, es braucht viel Sonne und viel Wärme. Außerdem leben auch viele Kleinlebewesen in diesen Spalten der Mauern. Oft sind ja auch an Steilhängen terrassenförmige Mauern errichtet worden und die erfüllen natürlich dann auch einen doppelten Zweck und Sinn. Ich sehe sogar die Frauenkirche von hier. Das ist toll. Richtung Meißen. Ist das schön. Ja, das ist der Bismarckturm, der davor lugt. Und hier können wir auch Pause machen und diesen grandiosen Blick genießen. Das ist Richtung Dresden. Wie gesagt, die Frauenkirche sehe ich, den Rathausturm. Und da hinten, bis in die Sächsische Schweiz, dort ist auch noch der Fernsehturm, aber da hinten bis in die Sächsische Schweiz. Das muss, wenn das blüht, natürlich noch viel, wenn das dann grünt, also austreibt, sieht das natürlich noch schöner aus. Jetzt ist es, heute ist der 5. April 2023 und es war nachts sogar minus 1 Grad noch. Heute früh war nur blauer Himmel. Jetzt sind schon wieder ziemlich viele Wolken. Aber man hat trotzdem einen tollen Weitblick.
Das ist der Bismarckturm. Der Bismarckturm wurde zu Ehren von Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck gebaut und wurde 1907 eingeweiht. Wir gehen auch Stufen runter. Dann wieder zurück. Das sind nicht die Spitzhaustreppen, ne? Hier der Frühling. Schön. Die Wolken, das sind so herrliche. Hauptsache, es bleibt trocken. Auf dem Eggersweg bin ich ein Stück gelaufen und dann also zurück wieder gelaufen, wieder die Stufen hinab. Und dann geht es weiter. Hier steht es noch. Noch 53 Stufen rechts. Ja, genau, da geht es dann nochmal runter. Und dadurch kommen dann insgesamt 397 Stufen zustande, zusammen. Dort trainieren sie wieder. Also wie gesagt, ich habe am 6. und 7. Mai 2023, dieses Jahr, also in diesem Jahr, ist am 6. und 7. Mai der Lauf. Der Spitzhaustreppenlauf. Der Spitzhaustreppenlauf ist mittlerweile weltbekannt. Sportler aus Europa und von überall machen da mit. Es ist ein 24-Stunden-Lauf. So viel habe ich mitbekommen, also die Veranstalterseite www.treppenmarathon.de. Dort habe ich das nachgelesen, weil mich das interessiert hat. Es hatten ein paar Leute trainiert, während ich die Stufen hochgegangen bin. Das hat mich dann also interessiert und deswegen habe ich auf der Internetseite dort mal nachgeschaut. Es sind etwa 100 Runden zu absolvieren. Das entspricht wohl der Höhe des Mount Everest und das war auch die Idee zu dem Spitzhaustreppenlauf. Seit 2005 findet dieser Marathon, der sächsische Mount Everest Treppenmarathon, also statt. Es ist also eine Extremsportsache. Und die trainieren und der eine, den ich schon angesprochen hatte, der ist schon 5-mal die Treppen hoch und runter gelaufen jetzt gerade. Wahnsinn. Und bis zu dem Weingut am Goldenen Wagen
und dann siehst du auch schon das markante Haus von dem Weingut Hoflößnitz. Das ist jetzt der Knollweg bis zum Hoflößnitz, Weingut Hoflößnitz, bis zum Weingut Hoflößnitz. Hier ist auch ein Museum, ein Weinbaumuseum zu sehen. Wie du siehst, ist auch außen schon etwas zu besichtigen. Das Weingut Hoflößnitz wird auch als Schloss Hoflößnitz bezeichnet. Es war ein kurfürstliches Anwesen. Es war auch wieder dieses typische Berg- und Lusthaus. Schon 1912 übernahm der Hoflößnitz-Verein auch dieses Grundstück. Jahre zuvor war er aufgrund des Reblausbefalles hier, wie auch in Pillnitz und ich glaube auch in Meißen, oft der Weinanbau eingestellt worden und meist dann Obst und Obstanbau oder Gemüseanbau vorgenommen worden. Vorwiegend Obstanbau. Schon 1924 wurde hier das Museum eröffnet. Gegenüber findest du das Kavalierhaus, in dem sich auch Ausstellungen befinden. Schön, ist das liebevoll gemacht. Hm? Herrlich. Osterhasenfamilie. Hm? Hier sind ja die ganzen Osterhasenfamilien.
natürlich in der Woche bin ich hier, ne? Also zu Ostern wird ein bisschen voll, aber schön hier sein. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist so schön und liebevoll gemacht, ne? Von Hof Lösnitz bin ich dann nochmal ein paar Stufen hinab. Zur Weinbergstraße, links in die Weinbergstraße abbiegen und dann die gesamte Weinbergstraße von dort an verschiedenen kleinen Weingütern wieder vorbeigekommen. Dann müsste das ja die Lösnitz-Grundstraße dort sein, wenn dort der Zug lang fährt, die Kleinbahn. Weinbergstraße. Dort ist das zu sehen. Ist das schön? Ist das schön? Also von Hof Lösnitz noch ein paar Treppen runter, ein paar Stufen und dann links die Weinbergstraße, die geht leicht bergan. Und hier ist dann wieder dieses, hier sind wir vorhin losgelaufen, ne? Also die Runde jetzt schließt sich damit wieder. Die obere Weinbergsrunde. Ein besonders schönes Haus ist auf der Weinbergstraße 28, das Haus Lorenz. Es stammt aus dem Jahre 1800 in etwa und war auch ein Gärtnerhaus. Also es bestand auch eine Gärtnerei, als durch die Reblaus bedingt der Weinanbau zwischenzeitlich mal eingestellt war. Da hat man oft dann eine Gärtnerei betrieben. Die Weinbergstraße 34, der Hermannsberg. Hier findet man am Berghang oben dann auch die steinerne Schnecke. Diese stammt aus dem 17. Jahrhundert schon. In dem Grundstück ist ein Wein- und Kunst-Rundwanderweg, der dann auch zu der steinernen Schnecke mitführt. Der Drei-Herren-Wein- und Kunst-Rundwanderweg. Das konnte ich dort anhand einer Broschüre erfahren. Und du findest hier in diesem Grundstück viele Skulpturen. Es ist also ein besonderer Wein- und Kunst- und Kulturgenuss. Die steinerne Schnecke ist etwas ganz Besonderes. Sie diente wahrscheinlich den Bergwächtern, also Weinbergwächtern, zum Unterstellen. Das Weingut der Drei Herren wurde 2004 gegründet. Und hier findest du auch eine Vinothek, also wie gesagt, Genuss pur für alle Sinne. Das Benno-Schlösschen. Hier siehst du das Benno-Schlösschen. Bischof Benno ist eine fast sagenhafte Gestalt. Das klingt jetzt so, eine fast sagenhafte Gestalt. Also es ranken sich viele Geschichten um diesen Bischof aus Meißen. Es gibt also Benno Häuser, Benno Schlösschen und dergleichen. Also er ist ziemlich berühmt in dieser Gegend. In Meißen gibt es das Benno Haus und auch die Benno Kanzel. Von der Benno Kanzel hat man einen wunderschönen Ausblick auf die Stadt und die Weinberge. In Meißen. Aber das ist wie gesagt in Meißen. Hier ist das Benno-Schlösschen. Warum es den Namen bekommen hat, ist nicht ganz geklärt. Aber ich finde, es ist ein schönes Fotomotiv. Also es sieht einfach schön aus. Und dann die gesamte Weinbergstraße
bis zur Eduard-Bilz-Straße. Ich bin dann die Eduard-Bilz-Straße zurückgegangen bis zur Meißner-Straße. Von dort aus kannst du mit der Straßenbahn oder mit der S-Bahn dann von den S-Bahnhöfen Radebeul Ost oder Radebeul Weintraube mit der S-Bahn fahren oder also wieder mit dem Fahrrad auf den Fahrradweg und dann nach Meißen weiterfahren oder wenn du in die andere Richtung möchtest, also nach Dresden vom Elberadweg aus dann fahren oder also wo du dein Fahrrad angeschlossen aufbewahrt hast, bevor du auf die Weinberge oder in die Weinberge gelaufen bist. Ich bin dann von Radebeul Ost mit der S-Bahn wieder nach Dresden gefahren. Eigentlich wollte ich ja wieder zurück mit der Straßenbahn fahren, aber da war ein Unfall und deshalb bin ich mit der S-Bahn gefahren und habe so dann nochmal die Kleinbahn, also die Lößnitz-Grundbahn am Bahnhof Radebeul Ost sehen können. Und da habe ich mich auch gefreut darüber. Manchmal ist ein kleiner Umweg auch schön. Meine Tour begann heute am Haltepunkt Weißes Ross, der Lößnitz-Grundbahn Weißes Ross. Zunächst also geht es zur heutigen Tour in die Weinberge oder auf die Weinberge. Am Haltepunkt Weißes Ross siehst du auch schon die Weinberge. Dann bin ich die Nizzastraße hochgelaufen, also es geht dann natürlich Richtung Weinberge immer leicht bergan. Dann die Friedlandstraße und nach der Friedlandstraße bin ich dann rechts die Bennostraße und ein Stück weiter links dann die Retschgasse. Und wenn man die Retschgasse entlangläuft bis zur Weinbergstraße, links in die Weinbergstraße abbiegen. Dort habe ich auch einen kleinen Rundweg gestartet. Du kannst es ja auch gestalten, wie du möchtest. Rechts in die Hoflößnitzstraße einbiegen. Dann bin ich die Hoflößnitzstraße bis zu den
Treppenstufen, die dann auch zum Spitzhaus führen, gelaufen. Bei der Weinhandlung am Goldenen Wagen gehen dann rechts Stufen hoch, wie du sehen kannst, und weiter oben werden diese dann zur Spitzhaustreppe. Du siehst hier auch immer wieder eine Fahrradmarkierung, aber also ich meine, es geht hier immer berghoch. Je nachdem, wie sportlich du bist mit dem Fahrrad, ist es vielleicht nicht unbedingt ratsam, aber das kannst du entscheiden. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht bis ganz hoch gegangen, sondern nur bis zum Eckersweg. Von dort hat man einen schönen Rundweg am Weinberg entlang und einen wunderschönen Blick. Also ich kann dir das nur empfehlen. Auf dem Eggersweg bin ich ein Stück gelaufen und dann also zurück wieder gelaufen, wieder die Stufen hinab und bis zu dem Weingut am Goldenen Wagen. Und dann siehst du auch schon das markante Haus von dem Weingut Hof Lösnitz. Von Hof Lösnitz bin ich dann nochmal ein paar Stufen hinab zur Weinbergstraße, links in die Weinbergstraße abbiegen und dann die gesamte Weinbergstraße von dort an verschiedenen kleinen Weingütern wieder vorbeigekommen bis zur Eduard-Bilz-Straße. Ist es auch total romantisch. Ein Zufluss zur Elbe. Und hier sieht man nochmal die Silhouette von der Altstadt von Dresden, von der Innenstadt.
war aber nicht der Dampfer hier. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Der Dampfer dreht dort. Der fährt nach Meißen. Der kommt nicht hier lang. Ich sehe das gerade, wie der unter der Brücke, also vor der Brücke dreht. Ich bin auf dem Fahrradweg auf der Neustädter Alpseite unterwegs. Der Weinwanderweg von Pirna bis Diesbach-Soislitz ist mit 90 Kilometern ausgewiesen. Der Fahrradweg ist von Pirna bis Diesbach-Soislitz 60 Kilometer, zumindest gemäß meiner Fahrradkarte. Als Fahrtstrecke, du kannst auf beiden Elbseiten den Fahrradweg benutzen. Es gibt einzelne Abschnitte, die nicht so günstig sind. Auf der nördlichen Elbseite, und zwar von Pelnitz bis Loschwitz und Wachwitz. Dort geht es teilweise auf der Pilnitzer Landstraße lang und das ist nicht sehr schön. Dort ist es sowieso ziemlich eng, auch für Autos. Das würde ich dir nicht empfehlen. Am besten du fährst von Pirna dann doch auf der südlichen Seite, der als Hauptfahrradweg, als Hauptstrecke ausgewiesene Weg, also südlich der Elbe, und fährst dort zum Blauen Wunder, die Waldschlösschenbrücke oder spätestens die Albertbrücke bei der Sachsenallee. Würde ich dir empfehlen, dort spätestens die Elbseite zu wechseln, auf die nördliche Elbseite dann. Das musst du fast schon, denn später kommen ja dann die Radebeuler und Meißner Weinberge. Das ist ja dann alles auf dieser Elbseite sowieso nur mit dem Fahrrad zu erreichen dann. Natürlich ist der Besuch des Pilnitzer Weinberges und des Pilnitzer Schlosses empfehlenswert auf der nördlichen Elbseite. Selbst wenn du dort noch auf der südlichen Seite unterwegs bist und natürlich dann auch den Körnerplatz und den Wachwitzer Weinberg. Die Elbschlösser siehst du auch von der
südlichen Seite sehr schön. Du kannst natürlich auch schon beim Blauen Wunder die Elbseite wechseln und dann immer auf der nördlichen Seite bleiben. Ich danke dir fürs Zusehen, fürs Zuhören. Alles Liebe für dich und alles Gute für dich. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Weitere Informationen über mich kannst du gerne auf meiner Website www.pausenwege.de bekommen. Du kannst auch gerne meine Bücher dazu lesen. Alles Liebe für dich, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.